Hallöse Popöse, herzlich willkommen zu Gameboy Time an diesem Dienstag. Ja, es ist immer so schwer zu sagen, dass es heute, wenn ich dieses Video hier aufnehme, nicht Dienstag ist. Und ihr seht, es ist Dienstag. Also, wenn ihr dieses Video seht, ist es Dienstag, so kann man das sagen. Aber fühle ich mich dann direkt gleich schlecht? Nein. Generell nicht. Herzlich willkommen erstmal zu unserer heutigen Ausgabe von Gameboy Time. Heute mal was ganz anderes. Obwohl, das sage ich jede Folge und trotzdem ist es derselbe Schwachsinn wie sonst. Obwohl, Schwachsinn kann man das nicht nennen, denn es sind wunderschöne alte Spiele aus den vergangenen fast 3 Jahrzehnten Gameboy-Zeit, die wir hier präsentieren. Natürlich auch in dieser Form, die uns es möglich macht, diese Sendung auch natürlich zu machen. Das sei noch mal so gesagt. Heute ein Spiel, wo ich auch recht sagen muss, dieses Spiel habe ich noch nie gespielt, bin auch recht verwundert über dieses Spiel. Und als ich es in der Probe gespielt habe, ist mir aufgefallen, dass ich dieses Spiel wirklich nicht kann. Und da werde ich wahrscheinlich heute an meine Grenzen gehen, was das natürlich angeht, weil klar, man bereitet sich, wenn man so eine Sendung plant, bereitet man sich vor, man sucht Informationen raus. Und das alles habe ich rausgefunden über dieses Spiel, was wir spielen. Und ich sag mal so, das alles musste nochmal übersetzt werden. Daher, dass mein Englisch auf Deutsch, mein Englisch im Allgemeinen really bad ist. Sehr, sehr schlecht nämlich. Nein, so schlecht auch wieder nicht. My English is not so good, but I give my best. Möchte ich trotzdem zu diesem Spiel zugreifen. Und dieses Spiel hat mich unter anderem heute auch ein bisschen, mich ein bisschen an meine Grenzen gebracht. Denn nicht nur, dass ich es noch nie gespielt habe, sondern es geht auch darum, dass dieses Spiel recht wertvoll ist. Wenn ihr es im Originalmodul habt, ist es klar, wenn wir darüber reden, wenn ihr wisst, wir machen am Ende immer so einen kleinen Tipp, wo ihr das kaufen könnt, bei Amazon, bei eBay oder sonst wo, und es meistens Schweinegeld kostet, dann wisst ihr auch, es ist eine Rarität geworden. Rarität oder Rarität? Ne? Es ist sehr selten geworden, so kann man das sagen. Und auch dieses Spiel, ich würde mal sagen, es ist schweineselten. So teuer, wie das ist. Da nehme ich schon mal was vorweg. Also, wer es schon mal wissen möchte, kann vorspulen. Das sei auch noch mal so gesagt. Wir kommen aber jetzt erstmal zu diesem Spiel, was ihr jetzt auch schon längst im Titel auch gelesen habt und so. Es handelt sich um das Spiel Trip World aus dem Jahre 1992 bzw. 1993 ist es erschienen in Japan und in Europa. Ist es in Nordamerika nie erschienen. Das ist auch unter anderem ein recht kurioses Game. Also es gibt auch beispielsweise Gameboy-Spiele, die sind nie in Europa erschienen, aber in Japan und in Nordamerika. Und es gibt sogar Gameboy-Spiele, die sind nie in Japan erschienen, aber in Nordamerika und in Europa. Aber es gibt auch meistens auch Spiele, die halt nie in zwei von den drei Ländern genannt oder Kontinenten genannt ist, wo sie nie entscheiden. Trip World, ein Jump-and-Run-Spiel von Sunsoft aus dem Jahre 1992 hier in Europa, auch bei uns in Deutschland im Jahr 93 erschienen und ist ein Singleplayer-Spiel als Jump-and-Run verkleidet. Ganz einfach, dieses Spiel geht folgendermaßen. Man spielt diesen kleinen Hasen, den man dort sieht, ne? Und es geht und diese Welt, wo man halt das Ganze spielt, das besteht aus, wie soll ich sagen, aus 4 Ländern und einem Berg. Und wir spielen den Charakter, wie heißt der nochmal? Jacopo mit 2 O am Ende, so einen kleinen Hasen. Man könnte erst denken, es wäre eine Katze, wollte ich schon sagen, es ist aber anscheinend ein Hase. Und er bricht auf das Abenteuer, die Maita-Blume, ein Symbol für den Weltfrieden, wiederzuholen, weil sie gestohlen wurde. Ja, ein klassisches Jump-and-Run-Spiel für Kinder von 2 bis 5, nein, von 5 bis keine Ahnung wie viel. Und es kann sich unter anderem auch in verschiedene Sachen verwandeln. Also in einen Ball kann es sich verwandeln. Außerdem kann er über den Boden rasen. Wenn er einen Schwanz hat, kann er sogar Feinde schlagen und so weiter. Und wenn es eine Blume auf dem Kopf hat, also wenn ihm eine Blume wächst, dann kann es sogar auch seine Feinde sogar auch, sagen wir mal, hilflos machen, bedeutet geradewegs
kampfunfähig. Und das ist ein tolles Spiel, designt von Tishuhiko Narahita und der Director war dafür Junichiro Ueda. Ich glaube, man sieht mich trotzdem. Ja, doch, man sieht mich. Und dieses Spiel sei, wie schon gesagt, und ich zeige es auch nochmal, ihr seht es ganz unten, der Punkt Virtual Console ist ja neu bei uns, kommt aber nicht in jeder Sendung vor, möchte ich mal sagen. Ihr könnt das Ganze auch für die Virtual Console holen. Dazu komme ich aber erst am Ende unserer heutigen Spiele-Session. Das Spiel ist im Übrigen nicht linkkabelkompatibel und ist ein Singleplayer-Mode, also so passiert nicht viel, möchte ich sagen. So, und ich glaube, man hat wohl am Beginn das laute Intro gehört, was ich wohl auch jetzt nicht hoffe. Aber wir fangen dieses Spiel jetzt mal an zu spielen. Ich mach's mal anders. Ich gebe es mir mal so hoch. Und wir spielen das Ganze wie immer auch auf unserem Emulator, auf unserem Visual Boy Advance. Ihr seht im Moment nur schwarz, was das auch zu bedeuten mag. Denn klar ist auch, dass dieses Spiel auch einen schwarzen Startbildschirm hat. Und wir legen sofort los. So geht das Ganze schon mal los. Man sieht es im großen Berg. Ein Hase als König unten. Man könnte denken, dass, ne, wie das alles jetzt aussieht. Und so geht das Ganze ab. Könnte man irgendwie denken, das war von Dragon Ball oder so. Nein. Um diese Pflanze geht es. Die wird gestohlen von diesem geheimnisvollen König. Trägt ja eine Krone, also ist ein König. Ein Hasenkönig. Mein Name ist Hase, ich weiß von nix. Und so geht das ganze Spiel einfach los. Ja. Trip World, so heißt das Spiel. Das ist unser Protagonist. Sieht auch echt knuffig aus, ne? Also wer sowas Knuffiges mag, der kann uns ruhig gerne spielen. Wir starten das Spiel sofort durch. Wir drücken auf Start und sind schon direkt im Spiel. Also es gibt weder Einstellungen noch sonst noch was. Also so geht das ganze Spiel los, ohne Zeitdruck. Wir können natürlich klar lenken mit den Steuerkreuztasten links und rechts. A springen wir, mit B schlagen wir sogar zu. Und mehr passiert ja auch nicht. Also man sieht es jetzt so toll. Guck mal, wie das aussieht. Aber es geht jetzt nicht so von links nach rechts, wie man das von üblichen Jump'n'Runs kennt, sondern auch direkt nach unten. Und wenn wir diese Blume hier fressen, dann haben wir direkt schon sofort eine Blume auf dem Kopf. Und wie ich es ja schon erwähnt habe, wir haben dann etwas Besonderes. Und ihr seht es auch, die Gegner werden dann quasi, man sieht es, gelähmt durch die Blume auf dem Kopf. Die werden wir auch nicht ewig haben. Ne? Also da sieht man es jetzt beispielsweise. Und ja, da können wir den beispielsweise nicht bekämpfen. Und da können wir dann wieder, da haben wir eine Blume. Da werden wir aber dann, ups, jetzt sind wir wieder zurückverwandelt worden. So. Vorsichtig, da sollen ein bisschen näher kommen. Dann fangen wir da nicht runter, denn wenn er uns trifft, dann tut's weh, da unten beispielsweise. Wie ihr auch unten sehen könnt, es gibt den Score, es gibt das Scoreboard und natürlich auch den die Live-Anzeige, also die Lebensanzeige. Wenn wir nämlich irgendwie runterfallen oder von was getroffen werden, dann verlieren wir unter anderem einen Lebenspunkt. Also ihr seht, wir haben 4 Stück, wir haben 3 Leben. Das ist rechts angezeigt. Und mehr gibt es dann auch nicht so zu zeigen. So, das passiert gerade, da passiert gerade wenig. Aber da können wir uns draufstellen und dann. Na? Ups, jetzt. Ja. Ich habe mich nämlich hier, das kann man auch nochmal sagen, habe ich mich hier als zu einem Fisch verwandelt, was ich auch recht lustig fand, wurde. Hier kam ich dann nicht mehr raus. Ja, hier kam ich dann nicht mehr raus und ich habe mich dann auch gewundert, was das sein soll, warum ich nicht mehr runter kann. So, jetzt drehen wir uns immer hier und jetzt müssen wir aufpassen. Ei, ah, da ist es, wie ich schon angekündigt habe. Wenn wir da einmal runterfallen, ne, was jetzt auch passiert ist, dann. Ja komm, dann. Ne? Aber ihr seht's, das sieht wie bei Mega Man aus, wenn man stirbt, komplett stirbt, boom. Ne, wie bei Mega Man, wenn man stirbt. Aber das hat nichts mit Mega Man zu tun, das möchte ich auch schon mal erwähnen. So, jetzt machen wir das ganz in Ruhe. Ne? Ich habe ja auch schon gedacht, dass ich unter anderem wirklich nicht weiterkomme bei diesem Spiel, weil es gibt meistens immer diese Probleme halt bei Spielen, wo du halt wirklich nicht weißt, wie du weiterkommen willst. Ne? Ui, ja, da müssen wir auch vorsichtig sein. Das können uns nämlich auch was abziehen. Und ja, und jetzt kommen wir quasi schon zum ersten Endgegner. Ich komme mal Japan, Gong! Ja?
keine Ahnung, wie der heißt. Aber im Moment greift er auch nicht an. Aber immer wenn wir ihn treffen. Ach, das war's schon. Guck mal. Habe ich in der Probe nicht geschafft. Das ist auch recht komisch. Aber was soll's. World 2. Weiter geht's. Und jetzt bin ich auch auf mich gestellt. Und jetzt kriegen wir wieder eine neue Blume. Und jetzt sind wir ein Ball. Wir sind ein Bällchen. Ne? Das heißt, wir sind jetzt ein Ball und ballen uns hier durch. Durch eine schöne Sache. Ne? Also mehr wird ja auch nicht passieren. Also wie so ein Puck oder sowas. Oh, jetzt verwandeln wir uns wieder zurück. Jetzt sind wir aber sehr klein geworden. Ne? Das ist aber jetzt echt heftig. Wow. So. Gehen wir dann wieder runter. So, jetzt kommen hier auch noch. Wow, wow, wow. So. Das Spiel scheint recht einfach auszusehen, aber da wollen wir uns auch einfach. Ups. Jetzt sind wir wieder normal. Wir waren vorhin auch klein anscheinend. Ja, also das kann man auch nochmal so erwähnen. So, Besiegt. Ja, und nö? Jetzt sind wir in so einem Tempel. So, wenn das Spiel gleich durch ist, dann ist es das schnellste Spiel, das wir je gespielt haben. Dann können wir das auch mal bei Valdiverse spielen. Oh, da gibt es im Übrigen... schnell können wir nicht rennen, ne? Schnell können wir nicht sein. Also habe ich bis jetzt auch nicht rausgefunden, auch wenn wir doppelt springen. Okay, da komme ich nicht an diese Frucht, komme ich nicht dran. Au! Jetzt greifen sie auch an, jetzt greifen sie auch an. Wow, 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 jetzt greifen sie auch an. Das gibt's auch wohl nicht. Dann schnell nach oben. Eieiei, eieiei. Wir haben auch angegriffen hier, das gibt's nicht. Jetzt müssen wir aufpassen. So. Hier zurück kommen wir nicht mehr. Haben wir Pech gehabt. So, So, da haben wir wenigstens jetzt wieder alles voll. Passiert doch jetzt nichts Großartiges, würde man sich sagen. Das soll ein tolles Spiel sein. Das soll so wertvoll und selten sein. Dazu sage ich gleich auch noch was. Also, nicht wundern. So, jetzt kommt der zweite Gegner. Der ist sogar unsichtbar. Und der greift mich sogar an. Eieieiei. Ne, also wir müssen da auch wirklich aufpassen. Au. Ja, da sind wir gestorben. Okay, ein Versuch wird wohl uns noch gegeben. Genau, ein Leben haben wir auch noch. Und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergehen wird. Denn mehr... So. Das ist erstmal unsichtbar. Ja, genau, wenn es nicht unsichtbar ist... angreifen. Genau jetzt. Wieder unsichtbar. Es sieht so aus, als wäre das Spiel auch recht einfach. Es sieht auch sehr einfach aus, muss man sagen. Also für die, die jetzt sagen, ja, das schaffe ich doch mit Link, wäre das wahrscheinlich auch wohl ein Spiel, wo man auch sagen könnte... Oh, es wird unsichtbar. Das sieht man halt auch nicht, ne? Da ist dieser Pfosten dazwischen. Kotzt mir auch ein bisschen an, dieser Pfosten. Aber soll's. Da müssen wir uns mal ein bisschen hier riskieren. Der ist total aggressiv. Jetzt ist er aggressiv hier. Jetzt müssen wir aufpassen. Na, schon wieder passiert. Ich hatte gedacht, ich hätte es jetzt geschafft. Guck mal. Einen einzigen Versuch kriegen wir noch, weil wir 0 Leben haben. Also auch wieder eines dieser Spiele, wo man eigentlich auch sagen kann, ja, bei 0 hast du auch ein Leben. Ja. So, einmal angegriffen reicht auch. Na komm. Müssen wir auch recht schnell aufpassen. Was auch recht sehr, sehr... So können wir jetzt so bleiben, ne? Ei. Das wird wieder aggressiver. Ne, das kriegen wir nicht hin. Das ist schade. Das ist echt schade. Ja, Game over. Leider.
Und ja, wenn wir halt weiterspielen wollen, dann sind wir, glaube ich, wieder, genau, dann sind wir wieder am Anfang. Also mehr muss man zu diesem Spiel auch jetzt nicht so zeigen. Das Beste dabei ist, ich kann jetzt auch das einfach mal überbrücken. Und sind wieder am Start. Also es bedeutet, so viel Chancen haben wir nun auch wieder nicht. Was auch jetzt so gesehen auch nicht möglich ist. Deswegen, tolles Spiel, aber es würde auch ein bisschen, sagen wir mal, Zeit kosten, um auch dieses Spiel besser, fragt mich nicht, besser zu spielen zu können, wie auch immer. Nein, ein tolles Spiel, würde ich sagen, tue ich auch und freue mich auch über eure Meinung über dieses Spiel. Falls ihr es schon mal gespielt habt, falls ihr es sogar besitzt, schätzt euch glücklich. Denn jetzt kommen wir natürlich zu einem Teil, wo auch der 3DS, der hier auf diesem Tisch liegt, nämlich hier, auch eine wichtige Rolle spielt, wie ihr dieses Spiel selbst euch käuflich erwerben könnt. Wir haben ja hier bei Gameboy Time zwei Möglichkeiten. Die mit den Emulatoren lassen wir mal komplett raus, weil das ist so gesehen, ach ja, das quert sich hier einmal durch den... Egal, legen wir mal hier hin. So, und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, das Original im Modul zu bekommen. Ne, das ist diese Fassung hier. Das ist im Übrigen Glücksrad, durch die viele Wäsche in der Hosentasche ist es abgefallen, das Cover. Oder über den 3DS als Virtual Console. Geht natürlich auch über die anderen Dinger, glaube ich zumindest. Aber ich glaube eher, wenn es Handheld-Spiele sind, ältere Klassiker, sind sie auch auf dem Gameboy zu finden. So, und ich habe mir mal gedacht, das Spiel müsste auch irgendwie so 4, 5 Euro kosten und so weiter. Denkste. Und zwar ist es nämlich so, dass diese ganzen Spiele, und das ist jetzt kein Scherz, dass dieses Spiel Trip World ordentlich selten ist. Es ist wirklich selten. Ich habe das jetzt erfahren durch Konsolenkost. Also bei Konsolenkost könnt ihr euch alle Sachen holen. Retro-Konsolen, neue Konsolen, PlayStation 4, Xbox und so weiter. Halt auch SNES, N64, Game Boy, Sega und so weiter. Und ich sag mal so, das, was ich jetzt hier für euch habe, das sprengt den Rahmen, aber es ist ausverkauft. Deswegen, ich habe das trotzdem unten in die Videobeschreibung getan. Fast 350 Euro kostet Trip World. Ein Gameboy-Spiel, was 25 Jahre auf dem Buckel hat, kostet 350 Euro. Das ist schon eine Menge, aber das ist noch nichts im Gegensatz hier bei Amazon. Da gibt es zweimal gebraucht, ab 219 Euro. Also dieses Spiel ist verflucht selten und man sieht es auch hier nochmal bei Konsolenkost deutlich günstiger. Also Konsolenkost Berlin, da könnt ihr es auch nochmal gebrauchen. Und gebraucht wie neu, Trip World auch selten, ebenfalls von Konsolenkost, dann halt nur ein paar Euros mehr. Und es ist wirklich schwer zu finden. Es gibt auch, glaube ich, gute nachgemachte Imitate, die deutlich weniger kosten, aber vergewissert euch, ob das auch funktioniert, weil sonst steht ihr da, habt ein Vermögen für das Spiel ausgegeben und dann funktioniert es nicht. Weswegen ich da kaum was zu gefunden habe, solltet ihr was finden, dann schreibt es mir bitte in die Comments, da würde ich mich auch drüber freuen. Oder ihr besitzt ein Nintendo 3DS, tut mal ab und zu mal über die eShop, über den eShop mal ein bisschen Geld drauf und ihr holt es euch, wie schon gesagt, über den eShop. Da ist das Spiel genauer gesagt. Ich kann es jetzt auch schlecht zeigen. Ich kann ja nicht mein 3DS capturen. Aber ich kann dafür die Laptop-Kamera nehmen, wo es deutlich besser zu sehen ist. Das ist nämlich das Spiel Trip World. Kostet genauer gesagt 2,99 nur im Nintendo eShop. Da müsst ihr mal einfach mal drauf gehen und es dann mal holen, wenn ihr 3 Euro oder so habt und sagt, das Spiel ist cool, das würde ich mir gerne holen. Hier ist es deutlich günstiger. Andere würden, wie schon gesagt, bei Amazon oder Konsolenkost 299 Euro verlangen. Sonst halt hier deutlich weniger für 2,99. Und da gibt es dann auch, das kann man auch nochmal zeigen, hier die ganzen Screenshots auch nochmal zu sehen. Da will ich jetzt mal euch mal ein bisschen was zeigen. Ich hoffe, ich haue jetzt nicht die halbe Deko um. Ne? Auch wenn ich jetzt einen Krampf im Bein kriege. So, da seht ihr das dann alles. Da könnt ihr es sehen und dann hier nochmal auch so schön, so schön im Gameboy. Das ist dann auch zu sehen und da gibt es auch viele Infos darüber und auch die Bewertungen sind nicht so schlecht. Also man sieht es, viele haben auch, die meisten haben auch eher 4 Sterne gegeben, aber 1 Stern und 2 Sterne sind auch recht weit hinten. Hört man das? Ich weiß es nicht. Sollte man irgendwie ein Quietschen im Hintergrund hören, dann ist es der Nachbar. Ja, so einen fiesen Nachbar habe ich nun wieder nicht, aber was soll's. Ist auch schon seit gut 5 Jahren im eShop erhältlich. Also wer ein Nintendo 3DS hat und dieses Spiel gerne spielen will, der kann es sich ruhig gerne holen. Ist auch kein Problem. Warum komme ich denn... Ah, jetzt komme ich raus. Sehr gut. Und
Der soll es ruhig gern mal ausprobieren, dieses Spiel dann auch sich käuflich zu erwerben. Warum auch nicht? Also wie schon gesagt, wenn ihr es wirklich im Originalmodul haben wollt, ne, um mal zu sagen, ich habe eine Gameboy, ne, ihr wisst schon, was ich meine, weil es ist wirklich schweineteuer. Und ja, da müsste man jetzt auch nicht so viel darüber auch wissen. So, ich habe noch eine ungelesene. Achso, das ist Nintendo Direct von vor einem Monat. Gut, so viel dann auch zu diesem Spiel und zu unserer heutigen Ausgabe. Ihr wisst, das ist jetzt schon die vierte Ausgabe mit solchen Spielen, beziehungsweise mit einem Spiel. Nächste Woche bedeutet genau, nächste Woche gibt es nämlich dann ein Hardware-Special und ich will dann mal so langsam mal beginnen, die Konkurrenten dieser wundervollen Konsole, dieser Handheld-Konsole mal langsam zu greifen. Jetzt würdet ihr euch sagen, Moment, du hast doch noch nicht alle Gameboys präsentiert. Genau, der Gameboy Micro fehlt noch an dieser Stelle. Den werde ich mir aber ein bisschen später zum Munde tun, denn wir haben es ja schon mal einmal ausprobiert. Ich habe ja einmal, wie heißt es, den Virtual Boy mal präsentiert, der ja vom Vater des Gameboys kommt, nämlich Gunpei Yokoi. Und jetzt will ich natürlich auch so langsam in die Richtung gehen: Vorgänger des Gameboys, Nachfolger des Gameboys, aber auch die Konkurrenz des Gameboys. Denn Gameboy Time soll ja nicht nur von den Spielen leben, sondern auch über Informationen über den Gameboy hinweg, beziehungsweise rund um den Gameboy, sei es nicht den Gameboy an sich, sondern seine Nachfolger, seiner Konkurrenten, seinem Vorgänger, wie das Ganze natürlich kam und so weiter und so fort. Das soll auch ein bisschen besser gespiegelt werden, weswegen ich mich da dann auch in den nächsten Tagen mal mehr daran reinsetzen werde. Spielen kann man das ja auch immer, auch mal in unserem Twitch-Livestream. Da weise ich gerne auch darauf hin, twitch.tv/derchotvlive. Da gibt es ab und zu spontane Livestreams mit Spielen rund um, ja, alte Klassiker, aber auch neuere Sachen. Sonst sei auch nochmal gesagt, dass es dann, wie schon gesagt, nächste Woche dann wieder ein Hardware-Thema geben wird. Weswegen die Sendung auch etwas kürzer sein wird, aber auch ein bisschen informativer und reicher an vielen neuen Sachen. Weswegen ich mich aber jetzt erstmal mich an euch richte, denn wir sind am Ende dieser heutigen Sendung und ich möchte vielen Dank erstmal sagen für eure Treue, dass ihr mal wieder reingeschaut habt. Wenn ihr Vorschläge habt für weitere Spiele rund um den Gameboy, guckt euch erstmal unseren YouTube-Channel an, youtube.com/derchotv, falls ihr da gerade seid und noch nicht Abonnent seid, hinterlasst ruhig gerne ein Abo. Jeden Dienstag gibt es eine Ausgabe von Gameboy Time. Sollte sich da was ändern, schaut auf unserer Webseite vorbei, derchotv.de oder auf Facebook und Twitter. Solltet ihr aber ein bisschen mehr was haben für Gameboy Time, sei es Spiele, die wir noch nicht gespielt haben oder irgendwelche anderen Infos, dann schreibt sie mir ruhig gerne in die Kommentare oder per E-Mail an gameboytime@derchotv.de. Obwohl valdi@derchotv.de geht auch, das ist meine eigene E-Mail-Adresse für derchotv, das soll auch möglich sein. Ja, damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder oder gegebenenfalls zu den anderen Formaten hier bei derchotv. Bis dahin, tschüss.